Weil wir kommen jetzt zu unserem Stadtfilm, wie wir ihn nennen. Wir zeigen Ihnen die Region, wir zeigen Ihnen Klagenfurt. Und das kann niemand charmanter machen als Dagmar Koller, die hier in Klagenfurt geboren wurde, aufgewachsen ist. Und jetzt zeigt sie uns ihre Stadt Klagenfurt. So. Ich freue mich ganz besonders, dass ich Ihnen heute meine Heimatstadt vorstellen darf und dass Sie mich begleiten, einen kleinen Weg durch diese herrliche Stadt. Ja, hier, das hier ist der Landhaushof. Mein Gott, als kleine Kinder sind wir da hereingelaufen, wollten spielen, weil das ja ein Riesenplatz ist. Aber wir waren sehr ehrfürchtig, denn die Landesregierung da hinter mir, das war schon was Besonderes. Ja, Klagenfurt liegt ganz im Süden Österreichs und daher die Schnittstelle dreier Kulturen. Hier die Slawen, die Romanen und die Deutschsprachigen. Und es ist ein internationales Flair hier und Sie sehen es ja auch am Tourismus. Es wurdelt hier von Menschen und alle sind glücklich und zufrieden. Und hier ist das berühmte Wörtherseemanderl. Hat es in meiner Zeit noch nicht gegeben, das gibt es erst seit 1965. Ja, und warum? Da in dieser kleinen Stadt haben die Leute in Saus und Braus gelebt. Daraufhin hat er das Fassl aufgemacht und das Wasser ist rausgekommen und die Leute hat es weggeschwappt. Und es ist der wundervolle Wörthersee entstanden. Mein schönes Klagenfurt, mein wunderschönes Klagenfurt. Hier wird man immer glücklich sein, immer wieder glücklich sein. Hier also stehe ich vor dem Wahrzeichen von Klagenfurt, vor dem berühmten Lindwurm. Er soll aus einem Stein gemeißelt sein. Und er hat ja sein Unwesen im Sumpf getrieben. Vielleicht sogar im Wörthersee drin. Man weiß ja nicht. Sein Schweif, das ist bekannt, ist dreimal abgebrochen gewesen. Einmal sagt man sogar von den britischen Soldaten nach dem Krieg. Und ich weiß, wer es war, aber ich sag's nicht. Nein, nein. Ein sentimentaler Moment. Ich stehe hier im Opernhaus Klagenfurt. Das ist natürlich ein Traum hier. Und gerade bereiten Sie vor für heute Abend die Tschadersfürstin. Und Sie können sich vorstellen, ich durfte hier meine erste Rolle spielen. Die kleine Schari in Gräfin Maritza. Schari hat selber nichts, macht nur einen Knicks. Oder den Froschkönig durfte ich hier tanzen. Endlich bin ich hier am wunderschönen Wörthersee angekommen. Wer einmal hier geschwommen ist, der kommt immer wieder. Denn dieses Wasser, das ist so heilsam, es ist wundervoll. Und die Touristen lieben natürlich diese Größe des Sees. Ja, am besten erleben Sie das wirklich, wenn Sie hier ins Schiff steigen.